So, hier haben wir was ganz Besonderes. Der ist noch ganz jung. Das ist ein Pharaonenhund, richtig? Gabi! So, sie wird gerufen. Du kannst besser Antwort geben wie ich. Gut, die kommt doch mit Frauchen. Jetzt mach Sitz. Ach so, er wartet aufs Frauchen. Ja, ja, ja. Da kommt sie. Jetzt gut jetzt. Hallo, wie er da sitzt. Ja, ja. Die gibt es nicht so oft hier im Saarland. Ne? Ich bin vom Saarlandfernsehen. Ich wollte Sie mal fragen, das ist ein unglaublich hübscher Hund, den ich so noch nie gesehen habe. Den man auch gar nicht einordnen kann, so ein bisschen, oder? Das heißt, ganz viele Leute wissen gar nicht, was das ist, oder? Das ist richtig. Das ist ein ägyptischer Pharaonenhund. Ehrlich? Ja. Ein Original? Ja, klar. So, das heißt, der zeichnet sich wie aus. Das heißt, der sieht so aus, so sehen die alle aus. Ah, nee, eben nicht. Also, das ist also jetzt ganz typisch die Rasse, die Beltgerne. Das ist die einzigste Rasse, die als Jagd- und Rennhund deklariert werden darf. Beides. Ja, weil das ist der Urhund von Hund. Stark. Pharaonenhund ist der Hund, der sich bei den Ägyptern als Ernährer ausgezeichnet hat. Der war für die Kaninchenzucht war der verantwortlich. Nicht die Zucht, sondern die Kaninchenjagd. Dann hat er die Familie damit ernährt. Und dann wurde die Rasse, dieser ägyptische schakalköpfige Gott, dieser Anubis, der wurde von diesem Hund abgeleitet. So, und dann hat man dann diese Hunde alle eingesammelt, weil die Ägypter hatten dann gesagt, das niedere Volk darf keinen Gott besitzen. Hat man diese Rasse eingesammelt und auf die Insel Malta verbannt. Achso, die haben alle auf Malta gewohnt. Dann hat man die Hunderasse eingesammelt und diese Rasse, hoppala, und diese Rasse hat man dann auf die Insel verbannt. Gut geht's. Weil das niedere Volk durfte keinen Gottheit besitzen. Und da hat sich dieser Hund entwickelt. Hey. Da hat sich dann dieser Hund so entwickelt, dass dann das zuerst hat man in der Wüste nach Sicht gejagt. Zetos. Mach Sitz. Sitz. So ist brav. In der Wüste hat die Rasse nach Sicht gejagt. Und auf der Insel Malta hat er dann das Gespür entwickelt. Stark. So, und deswegen ist der so von Urtyp. Das heißt, man muss sich das aber auch vorher ganz bewusst sein, was da kommt, oder? Wenn man so einen haben will, oder? Sind sehr selten. Ja. Sind sehr selten. Also es gibt nur sehr wenige davon. Ja. Und also es ist, der Jagdtrieb ist da als Rennhund und als Jagdhund. Kann man auch hier bei dem gilt, man kann ihn in freier Natur nicht von der Leine lassen, oder? Doch, wenn man gut trainiert hat, schon. Aber es darf kein Hase dann in der Nähe sein. Dann geht er ab, oder? Aber der kommt wieder, der hört kommt auch wieder. Gut. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Gabi. Leidenbach. Ja. Super, aus welchem Ort kommen Sie ungefähr? Ungefähr in der Nähe von Saarlouis. Von Saarlouis, aus dem Saarland. Also aus dem Saarland von Schwalbach. Sehr schön. Ja, da sind wir aus dem Saarlandfernsehen genau richtig heute mal hier. Ja, für Sie. Das ist richtig. Toller Hund. Diese Pharaonenhunde, das ist die Rasse, die halt eben sich entwickelt hat. Das ist der Urtyp von Hund. Toll, danke schön. Ja. War witzig, was für ihn nur so zu sagen, sie hatte schon mal einen Pharaonenhund, ne? Ja. Und da war sie sogar in der Zeitung, bei der Saarbrücker Zeitung. Mit diesem Pharaonen, wie lange ist denn da der? 20 Jahre. Da warte, weil die auch noch nie so einen Hund gesehen haben. Okay. Der war aber, also, war ein bisschen dunkler, ein bisschen anders, ne? Aber er ist sehr temperamentvoll. Dass der bei der Jagd bellen darf. Der darf bellen. Der darf bellen, auch beim Laufen, ja. Das ist ganz typisch. Und der ist so hasenscharf. Cetos ist gut, ist gut. Der will unbedingt rennen, der will laufen. Ja, alles klar, danke. Danke auch. Tschüss. Ciao. Ja, ich bin ja da.